Willkommen zurück zu Let's Play GT Academy 2013, angetrieben von der GT6 Demo. Und uns geht es natürlich nicht nur um die GT Academy, nein, uns geht es natürlich auch mal darum, ein bisschen das Interface von GT6 kennenzulernen. Da habe ich immer ein bisschen rumgeklickt, nämlich unter anderem in der neuen Garage. Und da muss ich sagen, finde ich das neue Design echt klasse. Also wenn ich jetzt hier Zugriff auf wirklich alle wichtigen Daten habe, auch hier auf das komplette Tuning zugreifen kann und so, dann finde ich, ist das so schon mal wesentlich übersichtlicher gemacht mit dem Menü als beim alten. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, hier im Hauptmenü, ich denke mal, das wird dann auch nachher im Spiel, im fertigen Spiel, das Hauptmenü sein mit diesen Kacheln. Und dann hier auf Start drücke, dann könnte ich auch direkt in die Fahrzeugauswahl kommen, ohne so kompliziert erst wieder irgendwo hinzuklicken. Finde ich sehr gut, dass wir hier solche Shortcuts haben, auch direkt zum Nachrichten, falls mal eine private Nachricht reinkommt. Das finde ich sehr gut. So, dann haben wir natürlich noch die Galerie, wo momentan nur unsere Wiederholungen drin sind. Keine Bilder oder so. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich die Fotoreise in GT6 entwickeln wird, ob sich da noch viel ändern wird oder ob das bleibt. Die eine oder andere Option wäre noch toll, so für die Kamera. Aber egal, wir widmen uns GT Academy 2013. Ganze Runde. Und die Online-Rangliste zum Zeitpunkt der Aufnahme sagt, dass Red Bull Geil der Erste ist in meiner Freundesliste, dann Race Fighter 03, dann Toyota WD, dann GT 13 Drift und dann Tumi 98. Eine 225,674 wollen wir also schlagen. Aha, mhm. Ah, Regeln. Racecamp-Preis, aha, interessant. Ja, das sind halt jetzt nochmal die wichtigsten Sachen der GT Academy. Bis gerade eben die Herausforderungen, die kann man machen, wenn man nicht bei der GT Academy 2013 teilnehmen will. Wenn man hier dran teilnimmt, nimmt man automatisch an der GT Academy 2013 teil, also ab diesem Punkt hier muss man 18 Jahre alt sein und die sonstigen Bedingungen hier erfüllen. Also bla bla bla, ne? Allgemeine Regeln findet man im Internet unter dem gegebenen Link. Der Preis, der Gewinn ist die Möglichkeit zur Teilnahme im GT Academy Rennlager, das bis zu 10 Tage dauern kann und in Silverstone oder einem anderen nach alleinigem Ermessen des Veranstalters ausgewählten europäischen Veranstaltungsort stattfindet. Das wird Silverstone sein. War bisher auch immer so. Veranstalter ist Sony Computer Entertainment Europe und so weiter und so fort. Ne, Gebiet ist Deutschland, wir haben unsere eigene GT Academy. Ich denke mal, bei den Schweizern unter euch zum Beispiel wird dann da Europa stehen. Und ich stimme jetzt einfach mal zu. Ne, ich glaube, ich entspreche allen Bedingungen, außerdem bin ich eh nicht gut genug. So, ab geht's. So, da haben wir geladen, dann erstmal manuell ist klar, Traktionskontrolle weg. Online-Rekord 2,17,346. Krasse Sache. Aha, und hier sehen wir dann in der Freundesrangliste auch wirklich nur die deutschen Freunde. Die Leute, die irgendwie aus dem Ausland kommen, die sind dann hier nicht mehr gelistet, weil Deutschland eine eigene GT Academy hat. Gut, 2,24,8 müssen wir schaffen, das ist erstmal das Ziel. Alles andere ist schön, ich habe mal ausgerechnet, dass wir noch 4 Folgen haben in meiner Planung für diese GT Academy hier. Ich schalte mal eben direkt wieder um auf die richtige Ansicht. Und die 4 Folgen werden wir dann wahrscheinlich hier mit füllen. Und dann bin ich erstmal im Urlaub und danach kann ich auch vielleicht nochmal ein wenig GT Academy machen. Relativ gut auf die Startzielgerade gekommen. Und jetzt geht's los. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der erste Streckenabschnitt geht. So geht er nicht. Ficken. Ich fahr einfach mal weiter, nur um eine Probezeit aufzustellen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gestern mal eine halbe Stunde GT aufgenommen. GT 5. Nein, ich muss mich echt mal. Na ja, dann kann ich direkt neu starten. Ich muss mich echt mal am Riemen reißen, dass ich immer die Zahlen dahinter sage. Und jetzt ist es ja wichtig, sie zu nennen.
So, wir fahren mal langsam auf die Schikane hinzu. Ach komm, nächste Runde ungültig, weil ich ein bisschen da... Naja. Na, auf jeden Fall GT5 gefahren und ich fand GT5 halt schon eine Ecke schöner. Einfach weil mir dieser Artstyle bei GT5 besser gefällt. Von der Beleuchtung, auch gerade hier in der Kurve, sieht man einfach, die Beleuchtung ist tausendmal besser in GT6. Meiner Meinung nach. Da kann ich den Wagen sogar eben noch abfangen im Drift. Und es lässt sich wirklich viel einfacher fahren. Entweder ich habe einfach nur noch kein Gefühl für dieses Spiel hier, oder GT5 lässt sich in der Regel generell einfacher fahren. Kann natürlich auch an der Ansicht liegen. GT5 bin ich in der Cockpit-Ansicht gefahren, in der Stoßstangen-Ansicht gefahren. Hier fahre ich in der Cockpit-Ansicht. Werde ich vielleicht dann nachher auch mal wechseln. Aber erstmal vorsichtig fahren, erstmal irgendeine Runde hinlegen, das wäre schon mal wichtig. So, jetzt geht's gleich heftig links. Ihr merkt, ich bin schon vorsichtig am Gas jetzt. Ich möchte einfach wirklich nur mein Ziel fahren. Gucken, was da so abgeht. Welche Zeit das ist, ob damit schon Gold gesichert ist. Ich weiß auch nicht, ob man sich hier durch die goldene mit... Nein, du brichst mir nicht aus. Ob man sich hier durch die goldenen Medaillen irgendwie ein Auto freischalten kann. Bei den bisherigen GT Academies war das, glaube ich, so. Also zumindest bei der letzten bin ich mir da ganz sicher, da konnte man mindestens einen Wagen gewinnen für GT5. Wie das hier ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht kann man ja schon für GT6 was freischalten. Das wäre natürlich episch. So, es geht ab in den letzten Sektor. Jo, viel zu früh gebremst. Was das für einen Unterschied macht. Ich bin jetzt einen Tag nicht gefahren und schon kenne ich die Strecke halt nicht mehr, weil ich die überhaupt noch nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert habe, wie die anderen. Also wenn wir hier über einen Nürburgring geschickt werden würden, dann würde ich bedeutend besser abschneiden und ich bin zu weit draußen. Nein, du Arsch. Natürlich wäre es keine Goldzeit, aber es wäre zumindest ein Geist gewesen. Jetzt haben wir nicht mal einen Geist. Das Behinderte ist, der zählt das natürlich auch für die Runde, die ich angefangen habe. Das heißt, ich muss es neu starten. Also nochmal. Ach Mann, ich weiß nicht, warum der da so pingelig ist. Ich meine, komm, mit einem Reifen darf ich doch wohl mal irgendwie aufs Grün kommen. Halt hier mal extra langsam. Nein. Moment, ich mach's mal anders. Ich mach mal eben. Zack. So. Machen wir's halt so, fahre ich noch eine Stoßstangenansicht. Auch hier finde ich die Einblendungen generell hübscher. Genauso wie ich die Reifenanzeige hübscher finde und so. Aber so im Allgemeinen halt zu verwaschen. So, mal gucken, ob ich jetzt ein besseres Gefühl für diesen Wagen habe. In dieser Ansicht, ob ich mir da eher irgendwelche Skills aneignen kann. Denn ich glaube halt wirklich, in der Ansicht hast du noch am meisten Kontrolle. Auch wenn ich bei Möglichkeit dann immer die Cockpit-Ansicht wähle, weil das einfach realistischer ist. Na,
hier voll die Kurve verpasst. Party hard. Ach man, das ist doch so lame, weißt du? So lame. Da in dem Außenbereich, da sind sogar irgendwelche Abriebspuren, weil da andere Autos so lang gefahren sind und wir dürfen da nicht lang fahren. Nochmal. Ey, der will mich doch echt... Ich kann es ja nachvollziehen, dass wir hier so strenge Regeln haben, weil, naja... Ne, wir kennen es ja alle von GTA 5, dann wenn da keine Regeln sind oder sogar wenn da Regeln sind, dann glitschen sich die Leute halt durch. Geht natürlich nicht bei so einem seriösen Wettbewerb. Aber teilweise ist mir das echt zu pingelig. Dann sollen sie halt einen Counter machen, dass du nur ein- oder zweimal mit deinem Reifen rauskommen darfst. Ich meine, mit einem Reifen ein bisschen von der Strecke abkommen, das ist doch normal. Das passiert doch den besten Mal. So, immerhin schon mal weiter geschafft als in den letzten Versuchen. Heftige Linkskurve, bremse ich diesmal ein bisschen später an. Na, nur ungültig Strecke verlassen. Nee, nee, nee. Da will ich noch ordentlich Spaß mit haben. Wäre jetzt eh ungültig gewesen, an der Stelle auch wieder. Ich glaube generell, in dieser Ansicht habe ich mehr Kontrolle. Also der Wagen wäre mir gerade eben weggebrochen, auf jeden Fall. Und diesmal konnte ich sehr früh gegenlenken. Ich glaube, das hat halt den Unterschied gemacht. Hat sich nicht hochgeschaukelt. Schade, dass wir keine Vergleichswerte haben. Hahaha. Trifft noch abgefangen. Und das war wenigstens schon mal ein bisschen näher an der Goldzeit dran. So, ich glaube, das war der bisher beste Versuch. Das war blöd an der Kurve. Viel zu langsam, viel zu langsam. Da sage ich mal nicht zu, das war offensichtlich, wo da der Fehler lag.
Aber langsam gefällt mir die Strecke. Jetzt so ein paar Kurven, die ich wirklich mag. Die Schikane gehört nicht dazu. So, gibt das Gold. Yes, Gold. So läuft's. Und jetzt müssen wir uns nur noch verbessern, immer weiter verbessern. Aber weltweit in den Top 2000 hast du gesehen. So muss es laufen. Unser Geist ist vor uns. Das ist natürlich nicht gut. Das habe ich nicht gesehen, wann ich lenken musste. Na, ich denke mal, so eine halbe Sekunde hängen wir jetzt hinterm Geist. Der macht aber noch Fehler, das weiß ich ja genau. Sogar 0,7 Sekunden. Tja, hier hätte ich aufholen können, aber nein, ich komme natürlich in Querstellung und dann war es das. Na, ich fahre einfach mal hinterm Geist hinterher. Eigentlich könnte ich halt sagen, so, das war's. Weil wir Gold haben. Aber naja, so ist es halt, ne? Wir können nochmal ruhig weiter nach vorne fahren, auch wenn wir schon ganz gut platziert sind weltweit. Nein, nein, da musste ich ausweichen. Ja, das war blöd, aber egal, wir fahren weiter. Da lohnt sich der Neustart nicht. So, bleiben wir ein bisschen im Flow drin. Ja, hier werden wir auch wieder rausgerutscht. Ach komm, nächste Runde ungültig, weil ich da hinten... Weißt du, das verstehe ich dann nicht. Wenn ich da hinten rausrutsche, ja, was habe ich dann für einen Vorteil für die nächste Runde? Überhaupt keinen. Hier am Schikaneneingang kann ich es auch noch nicht nachvollziehen. Hier im Ausfahrt der Schikane... In der Ausfahrt der Schikane, okay. Da kann ich mir jetzt schon einen ordentlichen Vorteil verschaffen, wenn ich da abkürze. Dann halt nächste Runde ungültig, aber ansonsten doch bitte nur die eine Runde und nicht die nächste noch mit reinziehen. Ja, Mist. Mist. Bisschen zu viel abgekürzt. Ich fahre den jetzt einfach mal im Kreis hier. So, ich gehe jetzt erstmal da raus und wir speichern erstmal die Geistwiederholung ab. So viel muss erstmal sein. Nicht, dass das Spiel nachher nochmal hängen bleibt. Kann ja immer mal passieren. Party hart. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Konkurrenzzeit war. Da müssen wir gleich mal gucken. Nein, nicht Wiederholung speichern. Geistwiederholung speichern. Das ist das, was wir haben wollen. So, und unsere Konkurrenzzeit liegt hinter uns. Race Fighter mit einer 2:26.915 und wir haben die 2:24. Ich könnte natürlich jetzt nachgucken, wie die Gesamtkonkurrenzzeit lag bei Red Bull. Geil, der wird ja nicht in der Liste geführt. Und eine Sekunde darunter, das ist doch souverän à la Troftu. Yeah. So, mal gucken, vielleicht haben wir jetzt neue Sachen freigeschaltet, auch dadurch, dass wir hier Gold gemacht haben. Ich bin gespannt. Ja, da kommt schon mal nix. Das war wirklich eine gute Zeit, Dennis. Yeah! Die 5 Academy-Veranstaltungen sind jetzt zu Ende. Oh... Für den Abschluss dieser erhalten Sie Zugang zu einer weiteren, exklusiven Veranstaltung. Yeah, so muss es sein.
Wunderbärchen. Und bevor ich da jetzt reingehe, gucke ich mal eben kurz, wie lange die Folge schon ist, ob ich einen Cut mache oder ob ich schon vorher einen Cut gemacht habe. Denn ihr wisst ja, wie verpeilt ich bin und ich denke mal, hier ist ein guter Folgenschnitt. Also sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis morgen dann, wenn wir uns an die anderen Sachen ranmachen. Das sieht aus, als wären es Rennen zum 15. Jubiläum. Und ja, das sehen wir dann morgen. Ne? Bis dann. Tschüss.